Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Ich bin heute in Scheiben, das ist ein Teil von der Gemeinde Erl, und ich gehe mit euch heute von da aus aufs Grantor. Auf geht's! Wir werden über den Kalvarienberg aus dem Ort rausgeführt. Auf dem Kalvarienweg sind die einzelnen Stationen dargestellt. Der Inn gibt dem Tal seinen Namen und der Autobahn das Grundrauschen. An dem Schüttel gehen wir natürlich rechts und kurz danach gibt es schon die erste Möglichkeit, wo wir links den Steig abkürzen können. Da kann man zwar geradeaus auf der Straße weitergehen und dann links über die Pfarrstraße rauf. Am nächsten Schüttel gehen wir schon wieder geradeaus in den Steig rein. Da liegt wieder mal einer quer. Kann man ruhig, glaube ich, nur mal daran erinnern, im Herbst, wenn die Stürme wieder sind, dann darf man ruhig mal einen Blick nach oben haben, ob nicht irgendwo ein Ast rumhängt, der beim nächsten kleinen Windstoß runterfällt.
teilweise. Wird schon ein bisschen weiß. Aber wie man es da sieht, das fegt der Wind gleich wieder trocken. Zumindest bis heute Nachmittag. Da soll es als Ringer anfangen. Oder halt dann da herum wahrscheinlich wieder schneien. Wir kommen noch mal an die Straße rauf, auf der wir jetzt ein Stück rechts weitergehen. Und dann geht es bald wieder links in Steigen auf. Und schon geht es wieder links auf in Steigen rein. Auf dem Schrödel steht immer das Gleiche. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind schon ziemlich weit herum und jetzt geht schon das letzte Stück flacher zur Gransheim Almführe. Ein kleiner Hürdenlauf neu gebaut, sonst kommt aber nichts Besonderes mehr. Ich gehe aber dann vorher links rauf direkt zum Gransheim. So, wir sind an der Gransheimer Alm und da geht es ihm jetzt da unten gerade weiter zur Gransheimer Alm bzw. zum Gransheimhaus und da sieht man, geht es rauf direkt zum Gransheim. Kann man sich leicht vorstellen, dass der Weg manchmal schwarz zum Seen ist. Sobald ein bisschen Schnee liegt oder im Sommer ein langes Gras drüber hängt, muss man schon manchmal genau schauen. Wir treffen schon auf den Steig, der von der Gransheimer Alm kommt. Der Gipfelanstieg ist nicht übertrieben steil, aber doch auch noch mal
ein bisschen steinig. Wir kommen schon auf in Gipfelnähe und da geht es jetzt links noch hinunter zur Bergkapelle. Und ich gehe aber jetzt weiter zum Gipfel. Wir schauen beim Runtergehen noch kurz in die Kapelle. Schauen wir noch kurz zur Kapelle runter. Ist wirklich schön gemacht und liebevoll hergerichtet. Normal ist es offen. So wie heute auch. Beim Runtergehen werde ich noch einkehren und anschließend wieder Richtung Erl absteigen. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren, als wir nur in einer Wander-App.